So, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft KS, ja. Ich muss erstmal gestatten. So, ja, es ist wieder Tag, wie ihr seht. Die Spinne war trotzdem noch da. Aber, ist scheißegal. Ach, einfach die Tür offen lassen. Ja, komm, zu. Aber, ist egal, ja, wir werden jetzt nämlich erstmal uns um unser Feld kümmern. Genau. Uns um unser. War doch gerade was. Und dann werden wir auf Höhlentour gehen. Ist um. Läuft. Farbe ist immer gut. So wird auch Blumen. Gut, ab geht's, ja. Oh, Gott, das war knapp. Ich möchte mal gerne hier. Den Treibsand abbauen. Und mal gucken, ob ich den irgendwie, wo, irgendwo, irgendwie, irgendwie, irgendwo verwenden kann. Ach, Scheiße. Oh, oh. Alles gut. Ich denke, das reicht erstmal. Die werden wahrscheinlich auch glücklich drüber sein, damit man dann nicht mehr reinfallen kann. So, ich habe jetzt leider nichts dabei. Und so ein zwei Tote, das ist ja richtig, richtig toll. Nein, ist natürlich richtig behindert, ja. Aber was soll man machen? So, ja, ich werde dann vielleicht auch erstmal eine Fledermaus suchen. Also ich werde jetzt auf jeden Fall mal in die Höhle gehen, dann eine Fledermaus suchen und eben ein bisschen Ressourcen sammeln. Um dann ein bisschen rumzufliegen, ein bisschen zu erkunden, ne? Ich bin ja nicht umsonst Entdecker. Und ich habe meinen Sound ausgemacht, weil ich mir gerade ein Video angeguckt habe. So 20 und 30. Ach ja, übrigens, ich habe noch ein paar optionale Mods installiert. Das hatte ich jetzt hier noch gar nicht erwähnt. Das habe ich nur im alten Display erwähnt. Ja, die wären zum einen Tag MC für das neue HUD. Dann wäre das der Matmos Sound Mod. Den dürfte eigentlich jeder kennen. Der macht neue Sounds hier. Hört man nicht. Aber ich denke, den dürfte trotzdem jeder kennen, wenn man dann zum Beispiel Schwert in die Hand nimmt, dass es so kling. Oh Gott, ich kann so ungleich das gut das nachmachen, ja. Das ist halt so kling, was auch immer macht. Oder dann habe ich noch Shader. Und das war es dann auch schon. Gut, dann müssen wir mal weitermachen. Mal kurz gucken, ob irgendwo was ist. Was wir verwenden können? Nein. Aber. Ich verstehe gar nicht, warum die Spinne mich angegriffen hat. Weil es ist doch eigentlich hell, dann greift er doch nicht mehr an, richtig. Dachte ich. Ich habe gesortet. Hier und hier. Und das hier einmal. So, damit wir hier mal ein bisschen weiterkommen. Dann wird es wahrscheinlich doch nicht so hexenhausmäßig, sondern eher größeres Haus. Ich werde das jetzt ganz verkleinern. Das ist kein Hexenhaus mehr. Und das war ja eigentlich mein Ziel, ein Hexenhaus zu machen. So. Alter, was ist jetzt los mit deiner Maus da, Alter? Gott sei Dank, Mauspad. So, jetzt ist es bestimmt wieder sauber und meine Maus. So. Mal gucken, ob das noch was bringt und wenn nicht, dann scheiße. Da war irgendwo ein bisschen Dreck. Jetzt ist es weg. Und die Welt ist wieder toll. So, das passt so. So bin ich zufrieden. So, kurz hier. Ja, die Wand erhöhen. Komm, jetzt hier so. Und wir haben gesehen, es ging am Vorteil, wenn man die Karten des Blocks benutzt, weil sonst hätte ich jetzt hier eine riesige Scheißerei gehabt mit Abbauen. Ah, das war jetzt ganz leicht, ja. So, hier habe ich auch noch ein bisschen Eisen.
Dann werde ich mir jetzt ein Schwert machen. Habe ich auch noch Holz? Ja. So. Nee, was habe ich denn jetzt gemacht? Ach, da. Oh Gott, ganz ehrlich. Ein Schwert, damit würde die Hexe sterben und dann werde ich dir ihr Haus abbauen. Aber davor werde ich mir noch eine Spitzhacke machen. Eine Axt habe ich ja schon. Nicht hier. Nicht hier. Hier. Eine Spitzhacke wird gemacht aus zwei Sticks und drei Eisen. Gott, dann noch zurück. Ne, jetzt ist die Kiste. Ach, das verwirrt, wenn das irgendwo. Wenn das links angezeigt wird, aber eigentlich rechts ist. Die Seeds werde ich mitnehmen. Die werde ich dann gleich alle anpflanzen. Dann werde ich da kurz auf der Farm vorbeigehen. An der Farm vorbeigehen. So, ab geht's. Und dann werde ich mich wahrscheinlich auch gleich aufholen machen mit dem jetzigen Equipment. Vielleicht mit noch ein bisschen Essen, das wäre sehr praktisch. Oh, na toll, jetzt klingelt's. Unpraktisch. So, mal gucken, ob sich da was getan hat. Und danach kümmere ich mich um die Hexe. Ist ja alles ziemlich daneben. Gott, jetzt war ich wieder durch die Wohnung gerannt. Als wenn gleich die Welt untergeht. Ah, ne, die muss ich hier noch. Kann doch gleich im Inventar behalten. So, die kommen hier. Zack. Und die normalen Seeds. Da. Und die. Das ist fertig. Und das ist fertig. Und passt. So ist das fertig. Ich weiß nicht. Ich lasse das einfach mal. Jetzt habe ich zwei zu viel. Ich hab's ja. Gut, passt. Dann, die kann ich essen. Der Reis ist auch fertig. Ja, da bringt nichts, ne? Jo, zwei. Na, obwohl, das ist eine Keule. Das geht ja nicht klar. Aber dass das nur drei Reiskörner sind. Da waren die fertig, ne? Scheiße. Mandrake, das ist fertig. Bitte keine. Bitte, es rennt keiner raus. Scheiße. Oh Gott. Schreit so unglaublich nervig rum. Die, ja, brauchen noch. Die werde ich wieder anpflanzen. Den werde ich essen. Scheiße. So. Und dann schnell die Hexe töten. Jetzt, wo wir gerade volles Leben haben, muss ich das auch definitiv ausnutzen. Hallo Hexe. Ist nicht da. Jetzt komm, ich bitte dich dazu, zu springen. Nee, die ist nicht da. Da werde ich mich darum jetzt dann nicht kümmern, sondern ich werde jetzt losziehen und meine Höhle suchen. Ja, das. Ich gucke mal kurz, ob da noch irgendwas ganz weit ist. Ach, Scheiße. 0, 0, 0, 0, 0. Hier. Das war halt fertig. Aber es hat mir trotzdem zu lang. Ich gehe jetzt schon mal los. Ab geht's. Ja, wir werden jetzt die Höhle suchen. Und da dann ein bisschen was rausholen. Mal gucken, was da alles so drin ist. Und ja, einfach damit wir mal ein bisschen Start an Ressourcen haben, ist immer wichtig. Auch wenn es Leute gibt, die extra dafür da sind, aber. Oh, das ist sehr gut. Sehr, sehr gut ist das sogar. Gleich jetzt schon ein Kaktee. Genau, gleich jetzt schon ein Kaktee. Ne, ein Kaktus, beziehungsweise mehrere Kakteen. Ich wollte jetzt eigentlich Kakteen sagen. Habe ich dann aber mit dem Satz umentschieden. Und Kaktus, und dann hat da nichts mehr gepasst. Gut, dann ist hier keine Höhle. Geil. Das ist natürlich super optimal, ja. Aber hier ist Kohle. Nein, das ist Redstone. Warum sieht das so gleich aus?
da drüben. Ich glaube zwar nicht, dass da eine Höhle ist. Aber wir können es mal probieren. Wenn nicht, werde ich einfach mal. Wird schon wieder Nacht? Ach du Kacke. Alles bin ich ja hier ausgerüstet, ja, und ich habe noch ein bisschen Reis dabei, also alles gut. Dann werde ich jetzt nicht in eine Höhle gehen, sondern Holz fällen. Ja. Aber wie ich toll am Holz fällen bin, das seht ihr jetzt nächste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann und tschö.